Und das Ökotop ist eine Grünfläche in Herth, in Düsseldorf-Herth. Wir sind ein Park, wo auch alle BesucherInnen hinkommen können. Wir haben aber auch in dem Park Biogärten und auch eine Wohnsiedlung, die dazugehört. Das Ökotop ist ein besonderer Park, weil alles hier zum einen naturnah gestaltet ist. Also wir versuchen uns immer an der Natur zu orientieren. Und zum anderen ist es so, dass wir das alles ehrenamtlich, den ganzen Bereich durch die Mitglieder pflegen und anlegen. Ja, das Ökotop ist entstanden in den 80ern, als es darum geht, was mit dieser Fläche hier passiert. Und es gab BürgerInnen, die schon in Herth aktiv waren, einen Spielplatz angelegt haben. Die haben gesagt, wir wollen, dass hier was Schönes hinkommt. Dass hier kein Industriepark oder ein Campark hinkommt, sondern dass hier was Schönes passiert, was Naturnahes passiert. Weil wir gerade in der Stadt einen natürlichen Lebensraum schaffen wollten und nicht, dass man extra aufs Land fahren muss, sondern auch zeigen kann, wir können auch in der Stadt was Ökologisches haben. Was halt besonders schön ist und uns immer wieder gesagt wird von den Menschen, die hier hinkommen, ist, dass alles so ein bisschen an der Natur angelehnt ist, nicht ganz so hundertprozentig ordentlich zwanghaft ist, dass alles in runden Formen verläuft, dass wir die Blumen stehen lassen und dass alles ein bisschen natürlicher einfach hier ist. Grundlegend teilt sich das erstmal in die Grünanlage, die öffentliche Grünanlage, den Park und in die privaten gepachteten Gärten. Das alles ist alles biologisch und ökologisch und es sind auch keine Schrebergärten in dem Sinne, sondern naturnahe Ökogärten. Der öffentliche Raum, der gestaltet sich dann wieder durch ganz viele verschiedene Sachen. Wir haben Obstwiesen, wir haben eine Imkerei, einen Gemeinschaftsgarten, Naturspielebereiche. Also wir haben wirklich sehr viel, was man dann hier eigenständig erkunden kann. Wir bieten Führungen an, auch über die Stadt. Wir bieten aber auch verschiedene Events an, Konzerte, Weltkindertag im September zum Beispiel. Dann kann man vorbeikommen und mit uns in den eigenen Apfelsaft pressen. Man kann die Imkerei besuchen und zusehen, wie unser Bio-Honig gemacht wird. Das Kernelement, worum sich alles kreist, ist der Hand- und Spanntag. Das ist ein Tag, an dem jedes Mitglied, das einen Garten hat, aber auch freiwillige Menschen, die mitmachen möchten, die einfach sich ein bisschen engagieren wollen in der Natur am Wochenende, einmal im Monat hier hinkommen, gemeinsam arbeiten und dann gemeinsam Mittagessen kochen und dann am Ende des Tages weiterarbeiten und so den Tag ausklingen lassen. Und an diesem Tag dreht sich eigentlich alles im Monat. Wir planen im restlichen Verlauf des Monats diesen Tag. Also da kann man auch mit seinem Kind kommen. Wir haben eine Elterngruppe, wo man sein Kind quasi spielen lassen kann im Naturbereich. Eine Schaukel, einen Spielplatz, haben wir alles. Was noch wichtig ist bei uns, ist, dass wir uns quasi auch mit den Problemen unserer Zeit beschäftigen. Was wir machen, ist, wir versuchen in unseren Umfängen Wasser zu sparen. Wir versuchen, die Ressourcen sinnvoll zu nutzen, haben große quasi Auffangbehälter entworfen und gebaut und versuchen, so mit der natürlichen Energie zu arbeiten. Haben auch Pumpen, also das heißt, wir haben außer in den Häusern, also in den Gärten, gar keinen Wasseranschluss. Das heißt, man muss sich das mühsam der Erde abbringen, was man auch wirklich benutzen will, dass es auch keine Verschwendung gibt, Handpumpen, und versuchen so mit den Energien, sage ich mal, verantwortungsvoll zu haushalten. Wer auch immer interessiert ist, kann sich einfach per E-Mail oder zu den Öffnungszeiten, wir haben auch Büroöffnungszeiten, einfach vorbeikommen und melden oder einfach zum Hand- und Spanntag kommen. Die Termine sind alle auf unserer Website, kann man einfach nachlesen, wann die sind. Man bringt sich Handschuhe mit, den Rest haben wir und dann zeigen wir jedem irgendwie was er oder sie dann wirklich für sich persönlich finden kann, was gefällt und auch möglich ist.